Wenn du den Greenscreen mit nur zwei Klicks entfernen willst, dann bietet DaVinci Resolve 17 dir einen 3D-Key an, mit dem du direkt einen Greenscreen-Key ziehen kannst, ohne dabei in Fusion zu gehen. Und das gucken wir uns heute an. Auf geht's! Hier in DaVinci Resolve habe ich einen Clip mit einem Greenscreen. Und wenn ich den entfernen will, klicke ich auf Effect Library, suche hier oben nach Key und finde in den Open Effects den 3D-Key. Den ziehe ich drauf. Dann wähle ich hier bei den Overlays das Open Effects Overlay aus, klicke meinen Clip an, den ich bearbeiten möchte, gehe in die Effects und dann siehst du hier schon die Pipette. Ich nehme das Plus und ziehe einmal über das Grün und schon ist der Key weg. Hier siehst du, haben wir noch ein bisschen was Weißes und der Rand ist auch noch nicht ganz okay. Den ziehen wir einfach ein bisschen nach. Und wenn das hier noch so noisy ist, dann kannst du unter Matte Finesse den Clean Black hochnehmen. Und wenn du weiterhin noch so Flecke hast wie ich hier, dann kannst du ganz einfach in die Garbage Matte gehen, hier ein Rectangle oder eine Ellipse wählen und dann eine Maske genau dahin schieben, damit du keine Flecken mehr hast. Und jetzt kannst du das ganz einfach über alles Mögliche drüber legen, wie zum Beispiel dieser Clip, dieser Kaffeebohne hier, die einen Bluescreen hat. Und da kannst du natürlich genau dasselbe anwenden, um sie zu keyen. Ja, und wenn du wissen willst, warum ich diese Kaffeebohne da gekeyt habe und wie du was gewinnen kannst, dann schau mal das Video da oben an. Da habe ich dir einen Link gelassen zu einer kleinen Product Chart Challenge mit echten Preisen. Also gönn dir, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.